Schönen Tag, ich euch willkommen zu der nächsten Folge. Jetzt ein Let's Play von Clash of Clans. Sieg oder Niederlage. Und hier sind wieder am Start. Und das ist cool. So, meine Freunde, ich bin gerade ein bisschen im Stress, deswegen werde ich dieses Video ganz schnell machen. Und der 160 Loot kommt. Grüße zum. Im Grunde sind die Kriegsbasen gut. Aufgestellt, Verbesserung bitte Chat lesen. Und der Flak weiter ausbauen. Wichtig, Mauern ausbauen. Ich weiß, das nervt. Und kostet Zeit und lohnt sich aber bis dahin. Was habe ich gesagt, Leute? Die kommen noch zur Vernunft. Die kommen noch zur Vernunft. Die sind zur Vernunft gekommen, endlich. So, Leute. Dem muss die meisten Sachen hier fertig sind. Werde ich jetzt. Es lohnt sich jetzt. Wir müssen gleich einen Angriff finden, der mindestens 200.000 Loot hat und die den holen. Dann gucken, also im Clan War sieht so aus. Es sind 5 Stunden bis zum Anfang des Clan Wars. Ich werde wieder nicht mit Drachen angreifen, weil ich muss farmen. Dried Satan. Mein ist der Hugi. Erextun Hugi. Ich nehme mal einfach nur Hugi. Der liebe Hugi hat eigentlich eine solide Base. Die Mauern sind auch okay. Aber ich kriege einen Two-Star mit den Drachen hin. Hoa. Kriege ich mit einem locker Two-Star hin. Die Klammbuck ist leicht zu locken. Das ist erstmal gut. Der leicht easy Punkte hier. Der liebe Hoge ist okay. Schöne Scheiße. Schöne gute. Schauen wir uns den ersten an hier. Der hat wieder scheiß Mauern. Es ist einfach unnormal, wie eine scheiß Mauern hier. Level 1 ist es erbärmlich. Und die Luftabwehr, eine hier gut als Luftabwehr, die anderen scheiße. Behindert. Ist echt. Ne. Also da muss Hans schon in die Luft gucken, damit da so Sachen kommen. Schauen wir uns nach den Stone Boy Fuss an. Der hat gute Mauern für seinen Ratusbereich, muss er ihn noch hochziehen. Ich glaube, das wird er auch noch machen. Er hat hier auch eine gute Base, finde ich. Ist gut so aufgebaut. Ja, geht. Wenn er wirklich zur Frage geht, zieh noch die Mauern hoch, wird nicht so lange dauern. Trotzdem, es lohnt sich. Die kann man auch leicht locken. Es lohnt sich. Und dann gehst du hoch auf 9. Hol die Queen, Rasier, alles und weitere kommt dann im nächsten Verlauf. Das ist echt schon sehr interessant, was die manche Leute hier haben. Und ich habe dann sogar meine 2 Wut und so weiter fertig. Jetzt müssen wir einen guten Angriff finden.
Leute, ich muss mal kurz Schluss machen für dieses Video, wenn es gleich losgeht. Nämlich mein Opa ruft gerade irgendjemanden nach unten. Ich weiß nicht weswegen, deswegen. Wenn ihr gleich zu mir kommt, ist das dann egal. Also bis denne. Egal. Ist bis jetzt aus noch egal. Jetzt werden wir erstmal unseren Gegner so ein bisschen lottert. Wird denn hier ein bisschen lott? Nichts. Ein bisschen lott. Der hat lott. Was wird besser, finden wir nicht. So, als erstes. Wir machen das so. Ich muss mir jetzt mit den Barbaren ausschalten. Oh, ist ein Scheißangriff, echt. Die erste hielt. Was? Scheibe. Was? Ich drück die doch dahin, Mann. Wie behindert ist das denn? Ich drück den hier hin und der macht den einfach da hinten. Was soll denn das? Ich drück den da hinten hin. Ich drück den hier hin und der meldet sich da hinten. Was sind das für eine Scheiße, ey? Egal. So, jetzt reicht's. Jetzt löse ich die Scheiße ein. So. So, das Gold mache ich das. Den Magierturm geht auch auf Max. Und für das Elixier werden die Schweine genommen. Ach, scheiß drauf. So, den muss man ja auch mal machen. Ach, 300.000 bilde ich jetzt. Die Drachen aus. So. Sehr interessante Sache war jetzt gerade.
Wegen. Die weiteren Verläufe sind hier auch anders genannt. Und dann geht's los bis zum nächsten Teil. Und dann ist es fertig. So. Leute, wenn es euch gefallen hat, wünsche ich euch noch einen richtig schönen Tag. Schönen Zackertag. Grüßt von mir den Peter Müller. Ich kenne niemanden, der Peter Müller ist, aber ich sag das gerne. Und grüße euch an euch, wo ihr seid, wohin ihr auch immer wollt. Und ein herzliches Wiedersehen von ihm, dem Spieler. Tschüss. Tschüss.